was bisher geschah. Mit einer dicken Erkältung in den Knochen startete unser 7. Tag auf dem Annapurna Circuit. Von Pisang wollten wir heute 17 Kilometer über Guaru und Njawal bis nach Braka gehen. Das ist das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das ist der Tag heute. Ich kann nicht mehr. Wir haben es ja gestern noch nach Braka geschafft. Und heute machen wir einen Ausruhtag. Wir machen heute gar nichts. So, Leute, wir sind jetzt in Manang. In Manang legten wir einen weiteren Ruhetag ein, bevor das nächste Abenteuer auf uns wartete. Der Tilitcho Lake, der höchste See der Welt. Osmanang. Ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Wegen der Erkältung wahrscheinlich. Ich musste auch ständig husten. Dann bin ich ständig wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege keine Luft mehr. Was soll das? Manchmal frage ich mich schon, was wir hier machen. Ob das total bescheuert ist. Und dann gucken wir wieder auf die Berge und denken, boah, geil. Das ist ja jetzt schon der 4. oder 5. Tag. Ich weiß nicht, auf jetzt 3500 Meter. Ich glaube, wir akklimatisieren ganz gut, weil ich hab jetzt so keine Beschwerden halt. Ich habe diese scheiß Erkältung. Meine Nebenhöhlen sind zu. Meine Bronchien sind irgendwie belegt. Das macht's jetzt nicht leichter mit der dünnen Luft. Oh. Close up the curtain. Stay on the phone. Kommt sie, die Meisterin des Bergabs. Hast du aber ganz gut gemeistert. Wir haben jetzt erfolgreich unseren kleinen Akklimatisierungs-Hike zurückgelegt, da oben auf den Aussichtspunkt. Bisschen müde bin ich jetzt und jetzt geht's runter. Heiße Dusche essen, später Kino. Wuhu. Ja, aber ich muss sagen, wir fühlen uns gut in der Höhe. Ich glaube, wir waren jetzt auf 3,8 wahrscheinlich hoch. Wir wohnen ja auf 3,5, also sind wir mal hoch. Man soll ja hoch hiken und tiefer schlafen. Fühlt sich gut an. Ich bin offen, sehr zuversichtlich, dass wir die 4000er-Marke ohne Beschwerden knacken werden. Thank you.
4000, soll ich versuchen. 4000. Das ist soweit. Brauchst du auch noch oder hast du? Ich hab mich schon eingecremt. Komm, mach doch mal eine Ansage. Auf was? Was heute geht. Ach ja, wir heute sind hier nach 3 rucksackfreien Tagen endlich wieder den Rucksack auf. Es ist ein Fest, es ist ein absolutes Fest. Wir laufen heute von Manang, was hier drüben ist, nach Srikaka. 4000 Meter, dann gehen wir endlich nach 4000. Der bekannteste Sidetrack entlang des Annapurna Circuits ist der Tilicho Lake. Von Manang geht es über Srikaka zum Tilicho Base Camp, um von dort zum höchsten See der Welt auf 4900 Metern zu wandern. Schnee. Kein Eis? Nee. Puh, jetzt geht's rauf. Wir haben jetzt den ersten Schnee. Jetzt geht's weiter nach Srikaka und Richtung Tilicho Lake. Ja, das war unsere Hütte hier für die Nacht. Es war schon eisig kalt. Ja, es ist brutal kalt. Ich glaube, unser Shampoo ist gefroren. Ja, unsere Handtücher gestern waren auch gefroren. Die mussten wir reinholen. Aber jetzt guckt euch mal die Aussicht an hier. Also ich meine, dann wacht man auf. Und dann guckt man einfach fett auf die Berge. Geht's besser? Ja, geht besser mit Heizung. Haha. Heute geht es von Srikaka nach ins Base Camp zum Tilicho Base Camp. Das sind, glaube ich, lockere 2,5 Stunden. Man kann fast sagen Rest Day today. Gerade jemand getroffen, der ich dir gesagt habe, es war gestern sehr steil, meinte, das wäre kein Problem. So wird es wahrscheinlich heute auch. Basecamp, Tilicho Basecamp. Dann werden wir durch eine Landslide Area laufen und darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr, weil das ganz toll aussehen soll, wie auf einem anderen Planeten.
Puh, was ist, ich kann bergauf echt nur so in Babyschritten laufen. Das ist wirklich anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Ja. Jetzt die Night Slide Area. Mal gucken, wie viel ich da irgendwie filmen kann. Man soll da halt relativ schnell durchgehen, weil wir wollen ja nicht sterben. Wie man sieht, überall nur Geröll. Ein bisschen Spaß macht's ja auch. Wisst ihr ja nur, wo wir sind. Am nächsten Tag um 6 Uhr morgens ging es hoch zum Tilicho Lake. Unter Tränen musste ich einsehen, dass ich es nicht schaffen würde. Die Erkältung und die mentale Anstrengung vom Vortag hatten mich ausgelaugt. So ging Alex mit den anderen alleine hoch. 700 Höhenmeter auf über 4000 Metern mussten bezwungen werden. Eine extreme Anstrengung. Auf dem Weg hoch gab es viele Wanderer mit Symptomen der Höhenkrankheit, Verzweiflung und Angst. Dieser Hike ist tatsächlich kein Spaß. Man sollte bereits gut akklimatisiert sein, bevor man ihn startet. Weiter oben am Trail kamen auch zum ersten Mal die Microspikes zum Einsatz, denn der Weg war teilweise vereist und extrem rutschig. I got two left. Unsere Trail-Family schaffte es und der harte Weg hatte sich gelohnt. Hallo, guten Morgen! Guten Morgen. Bin immer noch erkältet, wie man hört. Ja, wir waren jetzt 2 Tage am Tilicho Lake Base Camp. Alex ist gestern hochgegangen, ich bin nicht hochgegangen. Ich hab's nicht geschafft. In this life we all know that the start is. Ich bin halt wirklich auch extrem erschöpft. Ich finde, jetzt müssen wir ja den ganzen Weg erstmal wieder zurücklaufen, den wir hergekommen sind. Und das ist für mich irgendwie brutal anstrengend jetzt gerade schon. Ich bin einfach nur erschöpft. Das ist hier einfach überhaupt gar nicht einfach. Das ist, ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich hart. Es geht halt nicht mehr, wenn man älter ist, oder zumindest für mich nicht. Es ist echt, es ist richtig hart. Ich meine, wir sind zu Fuß auf über 4000 Meter hochgelaufen jetzt die letzten 2 Wochen.
Das finde ich ist auch schon eine Leistung. Also für mich ist das eine krasse Leistung. Dann auf nach Chicago. But it's hard to leave the ground when you're stuck staring down.